Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu FPS Man, was einfach ein First-Person-Pac-Man ist und was irgendwie schon gar keinen Sinn macht, weil FPS ja eigentlich für First-Person-Shooters steht, aber vielleicht ist es auch First-Person-Zeit. Oh Gott, ich muss mich auch mit der Maus umgucken hier, aber natürlich. Und ja, hier laufen auch irgendwo die Geister rum. Ja, gelitten. So schnell kann es gehen. Das Spiel ist nämlich leider scheißen schwer, weil man überhaupt keine Übersicht hat. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Aber trotzdem, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vom Spielspaß jetzt nicht unbedingt herausragend. Aber von der Idee her fand ich es sehr, sehr cool und wollte es deswegen auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Ich hab so gelitten. Ja, bleib doch nicht an der Wand hängen, du Krüppel. Na, immerhin 90 Punkte mehr als eben. Okay, ich glaube, ich habe hier noch nie das erste Level geschafft. Zumindest hört man die Geister aber vorher. Und man kann sie natürlich auch fressen. Verdammt. Die Karte ist leider auch so total unnütz, weil keine Wände eingezeichnet sind. So, wir lassen das Vieh jetzt mal in Ruhe und sammeln lieber mehr Punkte ein. Ja. Lauf, Schlampe, lauf! Ja. So nicht. Ja, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Gott, wie habe ich das überlebt? Ein Wunder. Zum Glück sind die Geister nicht sonderlich intelligent. Ja, ich dachte, ich schaff's noch um die Kurve, verdammte Hacke. Okay. Wow, es gibt, sehe ich gerade auf Kongregate, ein Achievement für eine Score von 25.000. Da bin ich mal ganz dezent von entfernt. Total clever ist, den Dingern hinterherzulaufen? Nein, auf gar keinen Fall. Aber auch schön, dass ich mir die Frage direkt selber beantworten konnte. Ja. Den hätte ich sogar noch fressen können. Ich war mir nur nicht sicher, wie lange das noch hält. Hier beißt man sich irgendwie so ein bisschen dran fest, nach dem Motto, ah, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Wahrscheinlich ist es das auch. Ja, geh mal weg. Da gehe ich später nochmal hin. Ja. Ja. Nicht doch. Warum?
schon ein bisschen unverschämt viel Glück gerade. Bin ein klein bisschen froh, dass es nicht die ganze Zeit diesen Waka 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 Sound macht. Der wäre nämlich hart anstrengend. So. Man sieht auf der Minimap zumindest ungefähr, wo noch Punkte sind, die man einsammeln muss. Man sieht auch, wo noch... Ah! Son of a bitch! Ich will hier weg. Na, geh mal weg, Alter. Gott, bei dem Spiel kriegt man mehr Panik als bei Five Nights at Freddy's. So, habe ich jetzt eine Chance? Jawohl. Quest complete. Auf geht's in Level 2. Ich glaube, ich habe da so einen Geist am Arsch hängen. Ich muss hier weg. Ja, vergiss es. Du auch. Es ist einfach schon ziemlich super. Sich erstmal ein klein bisschen reingefuchst hat. Ungefähr einschätzen kann, was die Geister so machen und was nicht. Das ist echt ganz witzig. Ja, den Bonbon habe ich da extra liegen lassen. Für schlechte Zeiten quasi. Ja. Bin so jung zum Sterben. Warum? Gut, gehe ich halt hier lang. Einfach schon unverschämt viele Punkte. So, mal wieder Zeit für ein Bonbon. Aus sicherheitstechnischen Gründen. Mein Arzt hat mir Zucker empfohlen. So, hier ist noch einer und da ist noch einer. Brauche ich den letzten Bonbon auch? Nein, die Bonbons brauche ich nicht. Das finde ich super. Wow, Level 3. Ich bin ein klein bisschen überrascht. Dachte, ich kriege jetzt total auf die Fresse. Aber das wird wahrscheinlich gleich passieren. I want candy. I want candy. Hauptsache, ich laufe hier wie besoffen durch dieses Labyrinth und sammle halt irgendeinen Kack ein. So völlig ohne Sinn und Verstand. Nicht, dass ich hier irgendwie diese Map strukturiert ablaufen würde. Nein, nein. Einfach so, weil ich laufe hier erstmal irgendwo lang. Fuck. Damit habe ich so schnell nicht gerechnet. Okay, so viel zu FPS Man. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.